Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Staffelbach, immer das 19. am Samstagmorgen, einen wunderschönen. Ja, soeben ist ja auch schon, wenn alles gut gelaufen ist, eine gemeinerade Folge online gegangen und jetzt eben auch eine weitere Staffelbach-Folge. Wir, oder beziehungsweise ich, bin immer noch dabei, die Ballen hier von der Wiese. Ich kann es nicht lesen, scheiße. Ist die 82, kann es sein? Warte. Es ist die 82, oh gut. Nein, Leute, ich habe nicht nachgeschaut, das wusste ich natürlich auswendig. Ja, wir müssen noch die restlichen Ballen hier von der 82 runterholen. Und da bin ich eben gerade dabei. Ich gucke jetzt nochmal hier runter, ob da sich noch ein Ballen vielleicht hier runter verirrt hat. Aber nö, die habe ich schon geholt. Okay, passt. Dann fahren wir mal nach hinten in die wohlbekannte Ecke und gucken, ob denn da noch einer rumliegt. Oh ja, und da sehe ich schon den ersten Glänzen. Ist nur einer. Bis jetzt sieht es danach aus, wenn es nur einer wäre. Die Frage, wenn wir hier runterfahren, liegt da noch einer. Ansonsten fahre ich mir jetzt gleich rüber und nehme da die nächsten zwei auf. Nee, es sieht tatsächlich so aus, als wenn hier keine mehr liegen würden. Gut, dann ist die Wiese 82 somit clean, sauber, oh Gott, sauber gemacht. Das Auto kommt kein, dann müssen wir ein bisschen schnell sein, damit wir rüberkommen. So, hier sind wir schon wieder drin, perfekt. Das Auto ist gar keins gekommen. Das wollen wir so haben. Zack, da haben wir den zweiten und da ist auch schon der dritte. Jetzt fahre ich nochmal ganz kurz. Da ist der Premium, der große. Weil, oh, eine Spango wieder drum haben, so. Weil ich den jetzt auch rüberfahren werde und gleich auf die 39. Scheiße, ich glaube die 31. Okay, dann auf die Wiese 31 stellen werde, nicht so schnell fahren, sonst haben wir das gleiche Problem wie letztens, dass wir in der Kurve umgeschmissen haben. Was wollte ich jetzt eher genau, da werde ich in den jetzt rüberfahren. Und dann können wir da weiter die restlichen Ballen verladen. Ich habe jetzt gerade überlegt, das Stappenbachschild ist auch schon ein bisschen abgenutzt hier. Also, das wurde schon das eine oder andere Mal, so wie es aussieht, ein bisschen weggefahren. Das ist nicht gut. Da kann man irgendwann Stappenbach nicht mehr lesen. Das wäre fatal. Würden die Leute nicht mehr zu unserer wunderschönen Ortschaft hier finden. Nee, nee, nee. So. Wird wahrscheinlich so halten wie beim letzten. Oh, da sind hier viele Ballen. Wenn wir jetzt so durchfahren, da sieht man schon, es sind schon ein paar mehr als das letzte Mal. Ich glaube, wir dürfen öfter. So. Ja, ja, so würde ich ihn tatsächlich stehen lassen. So, warte mal, ich kann eigentlich gleich den Motor ausmachen. Zack. So, jetzt mache ich hier nochmal die ein oder andere Spanngurte rum. So, da steht das schon mal sicher. Da ist der kleine. Oh, wir fliegen immer noch drauf. Upsi. Da wollte ich natürlich nicht. So, hier mal wieder aufpassen. Der brutale Weg. So. Wir haben das Gefahrengebiet überfahren. Wir sind drüben auf der anderen Seite. Ich muss aber dann noch mal einmal rüber auf die Wiese 40. Weil da ja auch noch mal drei Ballen. Ja, ich glaube, da liegen nochmal drei Ballen. Muss ich auch nochmal abholen vorher, bevor ich mir hier weitermachen kann. Muss ich den Frontlader hoch genug machen, ansonsten sammle ich auf meinem Weg rüber welche auf. Weil ich natürlich eigentlich nicht vorhatte dann. Ja, das sieht gut aus. Dann fahren wir hier mal raus. Frontlader machen wir schon mal relativ hoch. Spanngurte rum. Am Aufspannen, da seid ihr schon mal safe. Und oh, ich bin jetzt gleich wieder. So. Oh Gott. Der ist ein bisschen weggeflogen. Aber wie hell es da hinten unser Hof her scheint. Alter. Aber mir gefällt's. So, momentan auf jeden Fall. Und alles in der Nacht hier, weil es ist schon wirklich eine starke Nacht. Und wenn wir da ein bisschen was dann am Hof mal zu machen haben, dann ist so eine helle Beleuchtung schon angenehm. Oh, ich glaube, das geht sich sogar perfekt auf drei Ballen aus. Jo, perfekt. Sind genau drei geworden. Das ist
natürlich wie abgesprochen. Habe ich natürlich vorher rein schon gewusst. Ja. So. Oh, ich glaube, mit zwei vollen Ladungen kommen wir diesmal nicht hinüber. Also BGA meine ich. Ich glaube, da brauchen wir mehr als die zwei Anhänger voll. Weil hier geht jetzt noch knapp eine Reihe drauf. Und dann wahrscheinlich noch ein... eine von hinten quer. Die wo ich da runterfallen lasse. Aber ansonsten... sieht's eng aus. Also eine komplette Reihe kriegen wir da auf jeden Fall jetzt noch drauf. Aber danach... ich glaube, ich habe das tatsächlich am Anfang schon mal ausprobiert. Das wird aber nichts. Naja, ist ja nicht so schlimm. Wir wollen ja den guten Anhänger auch nicht überladen. So, fahren wir hier wieder raus. Nehmen wir gleich mal die drei hier mit. Die wo hier so bei unserem Verladebereich rumliegen. Sag immer den hier, der einfach eigentlich vorher gedacht in der Bonne, aber die kommen dann gleich dran. So, ich lasse den natürlich wieder auch drei Ballen mitnehmen auf der Gabel vorne. So, jetzt Kamera drehen. Okay, wir sind zu weit vorgefahren. Das heißt, wir ein bisschen zurück. Warte, ich nehme kurz die Maus. So, geht da doch ein bisschen schneller. So, ja, ja, das passt so. Das können wir so lassen. Oh, ich dachte gerade, der nimmt den gleich wieder, aber nicht ging. So, zack, Spango drum. Dann heben die drei auch schon mal. Und hier lasse ich dann immer noch welche runterplumpsen. Drei Stück. Dann ist der Platz ganz gut aufgebraucht, sagen wir so. Oder ordentlich aufgebraucht. Nehmen wir gleich den hier hinten. Ja, das ist nur einer, okay, passt. Und den hier vorne. Zack, dann haben wir auch nochmal drei. So, jetzt sage ich mal, ich weiß nicht, ob ihr von Anfang an verstanden habt, wie ich das gemeint habe. Könnten eigentlich oben auch noch mal jeweils zwei, oder? Ne, ich glaube, dann wird es tatsächlich zu krass, oder? So, die lasse ich jetzt eben fallen. Oh, das waren viele. Ich weiß noch nicht, wieso es geklappt hat. Ich glaube, ich hätte noch mal zurückfahren sollen. Ja, das geht auch so, also. Sie stehen drauf, sie sind jetzt nicht runtergefallen und hängen jetzt irgendwie komplett schief. Nee, das passt. Ich will ihn auch nicht überladen den Anhänger, weil ich jetzt immer gar so langsam auffahren. Das lasse ich jetzt so wie es ist. Und dann passt das fürs Erste auf jeden Fall. So, da liegt noch einer, den nehme ich auch gleich mit. Und den Kollegen. So, dann packe ich den mal hier dahinter. Nimmt die Spann. Ja, er hat es angenommen. Nein. Oh. Ja. Wenn wir im Premium mit drin sitzen in der Ansicht, dann sehen wir es ja zum Glück nicht. So, ich mache das nochmal zur Sicherheit. Einmal von der Traktorkabine aus. Oh. Johnny, kack jetzt bitte nicht ab. Alter. Ach, ich glaube, wir ziehen die da hinten gerade ein bisschen mit. Kann das sein? Warte, das müssen wir ganz kurz anders regeln. Hallo? Könntest du schon bitte von meinem Anhänger loslassen? Ich glaube, das wird nichts. Was hat er denn gemacht? Hallo? Der sitzt da gerade ernsthaft. Oh ne, doch. Das kann er nicht sehen. Oh Gott. Ei. Oh, ich weiß das Problem. Das natürlich nicht ganz so optimal. Warte mal. Wir fahren also ein Stückchen vor. So, nochmal und ich fange dann nochmal rum. Und zwar hat er jetzt die aufgesammelt. Er hat gemeint, die sollen mit Spanngurten versehen werden. Sollten sie aber eigentlich nicht. Das natürlich leicht suboptimal. So, ich bin noch drauf gekommen. So, jetzt passt es aber wieder.
So, jetzt können wir den auch wieder dahinter ranfahren und der fährt uns auch nach, das passt. So, dann können wir dann im Alter doch, ja. Ja, ich muss auch das ein bisschen ziehen, aber ist ja klar, es ist eine relativ große Ladung. Zum Leuchte haben wir an, das passt. Innensicht, das passt auch und dann fahren wir mal. Ich muss aber im Spiegel immer ein bisschen gucken, dass da hinten alles passt und nichts rumbackt. Ah, ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Warte mal, wir müssen nicht nur kurz ausweichen müssen. Dürfen eigentlich nur das Fahrt. Ja, jetzt ist es auch angenehmer. Okay, wenn er Fernlicht anmacht, ist es nicht mehr so angenehm. Okay, gut. Weil ich sehe halt null hier. Aber ich will halt mit Licht fahren, weil ich sehe halt schon gar nichts. Und der da hinten meint aber dann trotzdem, weil ich Licht anmache, dass er auch Licht anmachen muss. Ja, nee, wir warten, weil der Kleine wird dann, oder? Ja, wir hätten es vielleicht geschafft. Ja, wenn ich voll rausgefahren wäre, hätten wir vielleicht sogar geschafft. Aber besser, wir warten, ansonsten haben wir wieder einen Unfall und der hängt da wieder. Ich gebe jetzt schon mal Gas, damit wir hier rauskommen. Okay, wir sind draußen. Ich behalte ihn da hinten ein bisschen im Rückspiegel. Wenn ich den sehe. Okay, er ist drüben, das passt. Er ist außer Gefahr. Gut. Dann ballern wir mal unsere BGA. Oh, ist schon knapp dreiviertel 10, ne? Also 21.41 Uhr, seht ihr ja rechts oben. Wir müssen uns. Ja, okay, solche Eile habe ich hier nicht. Aber ich wollte halt eben gerne alles pünktlich um 24 Uhr, glaube ich, bekommen wir das Geld. Dann wollte ich jetzt pünktlich alle eigentlich alles einsacken, die Kohle. Damit wir uns dann am nächsten Tag gleich vielleicht eine neue Wiese oder ein Feld kaufen. Muss ich mal gucken genauer, was wir uns denn holen. Okay, das Auto ist da runtergefahren, gut. Der Kleine, muss mal ganz kurz auf die Kohle. Ja, müssen wir ein bisschen langsam tun, weil der kann nur 40 fahren und wir fahren dann doch 50, also 10 km/h schneller. Ja, wir sind eh schon gleich an der BGA. Dann müssen wir nicht mehr so schnell fahren. So, das heißt, hier drin. Ah, da höre ich ihn schon, okay. Das heißt, wir können wieder ein bisschen aufs Gaspedal gehen. Baumwolle wächst ja auch. Ich sehe wieder nichts. Wir gehen mal in Außenansicht. So, dann machen wir hier die Heckbeleuchtung mal an. Oh, ein Silo. Das habe ich ja komplett vergessen. Da müssen wir auch dringend mal nachgucken, wie es da denn aussieht. Ansonsten könnten wir es dann morgen gleich mit drin schaufeln. Wenn wir dann den Kleinen hier runter verfrachten und dem dann gleich den Auftrag geben, dass er das sammeln soll. Oder was sage ich denn? Ich meinte. So. Ja, genau, dann muss halt drin schippen. So, du hast deine Arbeit super toll gemacht. Das heißt, wir können die Ballen jetzt hier in den Fermenter reinpacken. Ich muss, ja, okay, wir kommen ganz knapp, schaffen wir es, dass wir so hochkommen. Hatte schon wieder gedacht, dass wir da gar nicht hochkommen, aber nee, ging fast. So, die nächsten drei Freiwilligen bitte. Da sind sie. So. Zack. Aber ja, das merkt man schon, es sind auf jeden Fall schon deutlich mehr Ballen von der Wiese jetzt runtergekommen als wie vorher. Weil vorher haben wir, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, 1,5 Anhänger gebraucht. Für alles. Oder? Täusche ich mich da gerade? Also ich war der Meinung, es war auf jeden Fall nicht allzu viel. Ich muss dringend den Mod, ich vergesse das die ganze Zeit, ich muss jetzt gucken, wenn ich dran denke, den Mod rausschmeißen, dass die Reifen, auch wenn ich auf der Straße wieder fahre, trotzdem dreckig bleiben, weil das ist nervig. Und weil die Reifen werden jetzt locker schon wieder schön sauber. Und realistisch ist das auch nicht, muss man sagen.
weiß gar nicht, wieso ich den drin. Ah, ich glaube, den hat man auf der Gemeinde Rademann. Ich wollte ihn dann einfach, weil ich mir dachte, ach, ich update das auf der Stappenbach auch. Oder? Auf der Stappenbach auch gleich habe ich mit reingezogen, aber nee, das muss ich wieder rausschmeißen. Auf jeden Fall diese Wild Dirt Fix oder wie das Zeug heißt. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie viel ist da reingegangen, der Fermenter. Das heißt, wenn wir Pech haben, geht nicht alles rein. Und wir müssen was daneben lagern. Das habe ich tatsächlich jetzt gerade auch nicht mehr bedacht. Boah, ich hoffe mal, dass der Fermenter schnell arbeitet und dass wir das bis Mitternacht trotzdem alles hinkriegen. Hoffe ich wirklich gerade. So, die letzten drei Stück kommen jetzt runter. Zack. Eine Mal wenden und dann knallen wir die letzten drei hier noch drin. Zack, perfekt. Das passt doch, das ist doch wunderbar. Das heißt, wir klappen die Gabel in. Ein, so, nicht in. So. Und dann kann ich dem gleich mal wieder die Spur geben, dass er hier hinterher fahren soll. Der macht das schon. So, warte mal, wie sieht es denn jetzt hier aus? Oh, 80%, das heißt, das ist morgen auch reif. Das ist natürlich wunderbar, dann geht mein Plan einmal frei auf, dass wir alles abernten können. Alle Wiesen. Und dann noch zusammen mit dem Silo hier und das dann alles in die BGA reinhauen. Aber wir müssen eben früh genug anfangen, also ich werde wahrscheinlich das parallel neben dem Dreschen gleich machen. Weil wir haben ja, soweit ich weiß, mit Weizen und glaube ein bisschen Sojabohnen bestellt. Wenn ich mich noch richtig erinnere. Warte, wir machen das Hecklicht mal wieder aus. So. Der Kleine hinter uns. Ah, da fährt er rum. Im Spiegel sieht die Nacht so richtig nebelig aus, fällt mir auf. Jetzt aber schon lang. Ja, okay, wenn die Nacht so schwarz wäre wie wie auf einem Feld oder auf einer Wiese oder auf einem Feld, dann würde man im Spiel nicht viel sehen. So, mit dem Zaun hier muss ich ein bisschen aufpassen, sind wir schon mal hängen geblieben. Und ja, natürlich dann für mich unangenehm und natürlich auch für den Vollami-Fahrer, der hinter mir herfährt. So. Ein bisschen gucken, dass natürlich kein Auto kommt. So, warte mal. Mal ein bisschen langsam, dass er wieder ein bisschen aufrücken kann da hinten. Oh wow, den Händler hier muss ich noch, also den. Oh, Arsch. Noch mehr erste Hilfe. Den. Oh, wie heißt das jetzt? Wie heißt er denn jetzt gleich nochmal? Oh ne, da geht's noch nicht rein. Hier vorne geht's rein. Oh, wie heißt der jetzt nochmal? Stunden? Wird der nicht beantworten? Warte, ich guck kurz nach. Agrazet Landadl, hab's gewusst. Genau, da muss ich dem noch ein bisschen mehr Beleuchtung verpassen. Weil da sieht man ja null bei dem, der hat da so gut wie gar keine Lichter. So, den Johnny Park mal wieder hier, das war. Nein. Oh. Aua. Der ist der halt aber auch nicht. Ja, okay, gut. Er bremst halt leider nicht schnell genug ab. Aber da kann man auch nichts machen. Oh, bin schon wieder dahin gekommen, meine Güte. So, Arbeitsbeleuchtung an, Gabel ausklappen und dann geht sie wieder ran an die Ballen. So, ich nehme jetzt mal den hier, gucken, liegen hinter mir noch welche. Das sieht gut aus. Dann nehmen wir gleich die zwei da vorne, weil die liegen am weitesten weg von unserer momentanen Position. Und der nächste liegt erst wieder hier ab. Ob die vorne, okay, gut. So. Schön nah ranfahren, natürlich aber auch gerade bleiben. Ja, ein bisschen noch zurück. So würde ich sagen, stehen wir hier relativ optimal. Nicht ganz, weil sie da leicht. Da ist die Kollision leicht zu hoch gesetzt. Aber gut, ja, die hängen jetzt ganz leicht nach hinten.
Aber das passt schon. So, hier vorne liegen auch gleich drei auf einem Fleck. Ne, das sind gleich vier. Moment. Da vorne haben sie sich nämlich alle gesammelt. So. Das ist jetzt mir aufgefallen, wie krass man das jetzt mit der Zeit jetzt schon mal sieht. Wie das Leder sich auch abnutzt und so weiter am G29 hier. Ja gut, es wird auch jeden Tag öfters benutzt. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt nur wenig im Einsatz ist. Aber es funktioniert noch alles einwandfrei. Und oben dieser klassische Strich in der Mitte, also beim Lenkrad ganz oben, der ist ja normalerweise diesen blutiglich blau. Der ist schon ein bisschen verkratzt gewesen, den habe ich einfach komplett abgezogen und das ist halt jetzt eben dieses Silber, was eigentlich muss ich sagen auch relativ geil aussieht. Halt dieses unlackierte Metall. Boah, wie lange habe ich es jetzt eigentlich schon? G29, muss mal kurz überlegen. Das habe ich mir gekauft kurz nachdem ich mein Gaming-PC mir gekauft habe. Das heißt, mein PC ist jetzt 2018 ist er raus. Ist er jetzt 2 Jahre alt? Kann das sein? Ich war der Meinung, ich habe den schon länger. Oder ich glaube, der ist Anfang oder Herbst 2018 rausgekommen, soweit ich weiß. Ja, dann habe ich ihn jetzt 2 oder knapp 3 Jahre. Ich habe mir schon wieder gedacht, das ist schon viel länger her, aber nee. Wir gehen irgendwo im Ball herum. Ich gehe auch nochmal meine gut gekannte Testfahrt. Sieht aber gut aus. Nö, hier liegt nichts mehr rum hier. Die Wiese ist sauber, dann fahren wir gleich rüber auf die nächste. Aber Jana ist jetzt bald so knapp 3 Jahre und ich beschlage jetzt auch mal ein bisschen knapp so 3 Jahre alt. Und besitzen eigentlich bis auf halt die normalen Abnutzungen, die wo bei jedem anderen Lenkrad oder so weiter auch sind. Wenn man es einmal in Benutzung hat beim Lenken und so weiter, ist ja ganz normal. Bis jetzt aber so elektroniktechnisch funktioniert alles noch einwandfrei, keine Mängel, nix. Also wirklich gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt als Werbung gerade zählt. Ich sage immer mal im Video kurz, dass es eigentlich keine Werbung ist. Oder ich muss ja mal gucken, ob ich dann einfach oben dann Werbung einblenden müsste. Aber das seht ihr ja dann. Aber normalerweise glaube ich nicht. Ne, wegen sowas, weil dann würde es man schon anders, noch anders betiteln. Also wieso jetzt gerade ich hier. Und ich bekomme, es soll auch keine Werbung sein oder so weiter. Ich bekomme dafür kein Geld. Das habe ich mir selber kaufen müssen, mit meiner eigenen verdienten Kohle. So. Warte mal. Zack. So, ich mache nämlich selber wieder meine eigene Spanngurte rum. Ja, das passt. Ach so. 6M, ich komme. Zack. Aber wenn wir ein bisschen Spude schaffen, wir es noch alle Ballen raufzupacken. Da habe ich aber ein bisschen krass viel Abstand gelassen. Das hatte ich so eigentlich nicht vor. Oh, warte mal. Ich glaube, durch das, dass ich vorhin irgendwie N gedrückt habe, habe ich den Ballenwagen noch ein bisschen ausgefangen, kann das sein? Weiß jetzt nicht. War vorher auch schon viel Abstand? Boah, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, muss ich mir dann später nochmal genau angucken. Ne, es waren alle abgefasst. Aua. Da war wohl ein bisschen die Spitze von der Gabel. Und habe ich sie runterlassen. So. Dann liegen hier gleich. Ah, schade, er hat nur einen genommen. Aber Rückwärtsgang rein, einlenken und dann müsst ihr ihn eigentlich nehmen. Perfekt. So, mein Fern liegt auch noch ein bisschen angeschaltet, jetzt sehen wir noch ein bisschen mehr. In die Ferne. So. Ich
Ja, ein bisschen vor, dann sieht's, glaube ich, meines Erachtens gut aus. Voila, das steht, das passt. Dann holen wir uns die nächsten. 1, 2. Ja, knapp 3 sind's noch. Hier liegt einer. Oh, das wäre natürlich perfekt, wenn es hier richtig schön aufgehen würde. Oh, es geht sogar mal auf. Das ist natürlich angenehm. Und es sind doch nicht so viele Anhänger, wie ich dachte. Ja, okay, wenn wir jetzt das andere, unsere Luzern, sag mal dazu Feld, ich habe letztens, glaube ich, in der Folge schon mal gefragt. Ich sag dazu dann mal Feld. Weil sie eigentlich zu GPS zählt. Also müsste eigentlich ein Feld sein. Jetzt noch ein bisschen. Jetzt würde ich stoppen. Ein bisschen. Leicht hängt es nach außen, aber das geht. Das passt schon. Zack, zack. So, dann lassen wir den wieder hinterherfahren, aber ganz wichtig, das Ausschalten und Zusammenklappen. Ansonsten haben wir das gleiche Problem wie letztens, dass wir ranfahren und da sammelt er plötzlich was auf. Ist jetzt zwar nicht schlimm, weil er es ja dann vorne drauf attached hat und es eigentlich nicht verloren gehen kann. Aber mir ist es... Nein, wieso schiebt er denn? Ich glaube, ich muss den mal anders da einstellen. Ja, ja, ich fahre ja schon los, meine Güte. Was haben es die Leute denn auch immer so eilig? So, da geht's hoch. Oh, alles Johnny. Anhänger. Oh Gott, ein bisschen. Oh Scheiße, da bin ich ein bisschen rübergefahren. So, jetzt schnell raus. Das geht, das fahrt. Hast du da hinten gerade geschoben, Kollege? Ich glaube, er hat geschoben. Ansonsten wären wir doch hier nicht umgefallen, also real talk mal. Ich bin hier hochgefahren. Ja, das akzeptiere ich so nicht. Warte mal, ich habe den ja, glaube ich, sogar noch an. Mann. Jetzt harten. Ich hab's aber auch nicht einfach. Jetzt tut doch nicht meine Fresse. Bin ja schon auf der Seite. Alter. Da kommt Muttersäge zu dir. Eigentlich heißt die Bohrmaschine, aber egal. So. Oh Gott, nein, 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 nein. Oh, er steht. Alter, auf jeden Fall, Kollege, das wird auf jeden Fall die vom Lohn abgezogen. Hat er uns da rumgeschubst? Ich glaube, ich werde nicht mehr. Ich glaube, das war beim letzten Mal auch so. Weil ich bin ja eigentlich überhaupt nicht schnell in die Kurve, also überhaupt nicht schnell in die Kurve gefahren. Und außerdem, wir sind nicht mal ganz voll und die Last ist auch nicht sehr hoch. Da hat er uns einfach umgeschoben. Ganz dreist. Naja, gut. Das heißt, wir entladen dann die Ballen in der morgigen Folge, denn wir sind für heute auch schon wieder fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wäre natürlich sehr nett. Und ansonsten sehen wir uns dann morgen zu einer weiteren Folge hier auf der Stabenbach und zu einer weiteren Folge im Multiplayer auf der Gemeinde Rade. Dann wünsche ich allen noch einen wunderschönen restlichen Samstag und bis morgen. Haut rein und ciao, ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.